Guten Morgen, ihr Lieben, zu Tag 5 unserer Island-Rundreise. Wir sind jetzt gerade aufgestanden und haben uns fertig gemacht. Es ist ungefähr 20 vor 8. Und wir gehen jetzt frühstücken. Und ja, sind beide noch ein bisschen müde, aber ich denke, das gibt sich dann so ein bisschen nach dem Frühstück. Und dann ja, steht für uns heute der Myrwattensee an. Das ist ein sogenannter Mückensee. Ich bin mal gespannt, ob da wirklich so viele Mücken sind, wie gestern in dem Wald. Wahrscheinlich noch mehr, aber wir werden sehen. Und ja, auf der Fahrt dahin haben wir einen Stop bei so Schlammbecken und bei so einer Grotte. Genau, und dann vielleicht machen wir noch mal einmal einen kurzen Stop zum auf Toilette gehen und dann ja, werden wir am Ende des Tages auch in der Umgebung von dem Myrwattensee schlafen. Und ja, ich wünsche euch heute viel Spaß beim Zusehen. Hier gerade einen kleinen Stopp gemacht in einem Dörfchen und das ist so weit ab vom Schuss. Also ich bin irgendwie immer wieder verwundert, wie hier tatsächlich Leute leben können, wenn es einfach gar nichts gibt und zum nächsten Supermarkt irgendwie erstmal 100 Kilometer. Richtig krass. Hier riecht es nach Waffeln. So, für die Mama gibt es jetzt hier einen Krapfen und ich bekomme gleich eine Waffel. Und wir sind jetzt hier in diesem kleinen Café und werden gleich da nochmal hinten da zu dieser Mini-Kirche gehen. Und dann geht es auch wieder weiter. Für mich. Gestärkt mit Waffel gehen wir jetzt hier mal zu dieser kleinen Kirche. Ist ja echt ein hammermäßiger Ausblick. Obwohl hier echt nichts ist. Aber ja, das macht es natürlich so schön. So. Wie klein die ist, ne? Aber die wir bis jetzt gesehen haben, die waren auch alle so Die waren klein. immer so klein, das stimmt, ja. Passen gar nicht die Leute alle rein, ne? Ach, die ist bestimmt hier vorne zu. Das kann Kannst du mal sein, dass die reingucken. zu ist, ja. Süß. Schaut mal, wie mini. Mit vier Bänken auf jeder Seite. Und es gibt ein Gästebuch. Sollen wir uns da eintragen? Ja, mach du. Christine und Inge aus Germany. Guckt mal, wie klein die Häuschen sind. Bitte? Leute, guckt euch das mal an. Ganz bewachsen sind die. Fensterchen da unten. Das ist ein Fensterchen, ja. Weiß auch nicht, wo die Tür ist. Haben keine Tür. Auf der anderen Seite, mit Sicherheit. Ja, Ich habe gesagt. da ist die Tür. So Leute, wisst ihr noch, als wir beim Geysir gesagt haben, es riecht nach faulen Eiern?
Also der Geruch, der uns jetzt hier empfangen hat, bei diesen blubbernden Schlamm-Dingern, der ist dagegen. Ich weiß keine Worte. Also das riecht so heftig nach Schwefel, ist so unglaublich. Habe ich noch nie gerochen, sowas. Naja, wir werden uns umsehen und mal sehen, wie das hier so aussieht. Also so sieht es hier übrigens aus. Es qualmt schon mal überall. Gehen mal ein bisschen näher dran. Hier ist so eine Aussichtsplattform. Und boah. Und? Riecht gut, ne? Super. Super. Kriegt man echt Geschmack auf Meer. So, wir gehen jetzt hier mal so ein bisschen rum. Kann man mich noch ein bisschen näher aber dran gehen? Wie wirkt das den Stellen hier zwischen, finde ich. Das wirkt irgendwie gut. Ja. Boah, Leute. Es riecht bestialisch. Echt. Richtig krass. Siehst du, wie das da hinten so rausploppt? Es blubbert fröhlich vor sich hin. Boah, heute erstinken wir. Also hier darfst du echt nicht hingehen, wenn dir kodderig ist. Da wird der noch kodriger. Der noch kodriger. Das stimmt. Schaut mal, wie der Qualm hier rausgeschossen kommt. Sieht beeindruckend aus, ne? Ja. Echt. Vor allem merkt man auch, wie warm es hier ist. Also, ich weiß nicht, der Boden. Na, der Boden ist warm, aber auch allgemein. Also, im Gegensatz zu den anderen Orten ist es schon wesentlich wärmer. Hier ist jetzt irgendwie sowas wie so ein kleiner Vulkan oder sowas. Ich weiß es nicht. Es ist nicht abgesperrt, nein. Wir gehen trotzdem nicht zu sehr ran. Und ja. So Leute, ganz exklusiv aus einer isländischen Grotte sind wir jetzt hier runtergekrabbelt. Und ja, genießen diesen tollen Ausblick. Was heißt Ausblick? Ist kein riesen Ausblick, aber diese schöne Bild hier. Hier nochmal der tatsächliche Blick von oben. Ihr seht, gar nicht so viel Platz, um darunter zu klettern. Und wir schauen jetzt mal hier noch rum. Ich glaube, von der anderen Seite kann man auch noch reinschauen. Es heißt übrigens Griotagia oder so ähnlich. Und tatsächlich stand diese Grotte gar nicht bei uns im Reiseführer oder in der Reiseroute mit drin, sondern ich habe sie bei Google Maps gefunden. So, ich glaube, da gucken wir jetzt auch noch mal rein. Aber hier riecht es auch schwefelig, wie Rissert. Hier riecht es auch schwefelig, das stimmt. Also ich habe gerade noch gelesen, dass das Wasser in der Grotte zwischen 43 und 47 Grad warm ist. Und dass man früher darin sogar baden konnte. Allerdings ist ja, nach dem Ausbruch vom Krafka-Vulkan, den ihr hier im Hintergrund seht. Genau, die Temperatur stark angestiegen und
Ja, deswegen ist es jetzt nicht mehr ganz so sicher, darin zu baden, weil es können auch immer wieder Steine runterfallen, etc. Genau. Aber wir sind gut wieder rausgekommen und jetzt geht es weiter Richtung Hotel für uns. So, wir sind gerade im Voss Hotel angekommen. Unser Hotel am Mühwattensee. Und ja, wir sind sehr positiv überrascht. Das ist ein sehr schönes Hotel. Und auch heute gibt es wieder eine Roomtour für euch. Wir kommen rein und haben zuerst eine Mami, die die Informationen studiert. Zum ersten Mal ein Kühlschrank. Nee, ist gar kein Kühlschrank, oder? Nee, ist kein Kühlschrank. Doch. Oh Gott, ist das ein süßer Kühlschrank? Ein kleiner Mini-Kühlschrank und ein Safe. Genau. Hier eine kleine Ablage. Dann sind hier unsere Betten. Ich habe mich mal ein bisschen beschwert, wenn im Hotel nur ein Kissen ist. Hier sind drei. Ja, drei. Stimmt. Drei Kissen. Genau. Fernseher mit einer Ablage. Sehr, sehr schön hier. Genau. Und hier haben wir unsere Aussicht. Genau. Wir können hier sogar, wenn wir möchten, von hier rausgehen. Wenn ich das verstanden habe, beziehungsweise uns hier raussetzen und den Hügel hochlaufen. So. Dann zeige ich euch noch das Bad. Auch sehr schön. Ja, unsere weiteren Pläne für heute sind einmal ein bisschen am See spazieren zu gehen. Und wir haben gesehen, es gibt noch einen weiteren Vorschlag in so unserer Reiseroutenplanung. Das sind so Lava-Gestein-Formationen, wo man auch nett spazieren kann. Das werden wir jetzt heute noch machen. Und ja, dann schauen wir mal, was eventuell noch in der Umgebung ist, wo wir noch hin können. Und ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht nach heute. So, in der Nähe des Hotels haben wir jetzt so eine Lavastein-Ansammlung oder Formation. Wie sagt man? Formation namens Dimmuborgir, glaube ich. Und genau, also die sind ja aus Lava entstanden und da werden wir es mal ein bisschen durchspazieren. Also ganz viele Formationen haben hier oben irgendwie so ein Loch drin. Haben wir gesehen, da ist auch eine. Ja. Ach, hier kommst du dann. Ah ne, hier ist die Sackgasse, da müsst ihr wieder umdrehen. So, nach den Lava-Formationen sind wir jetzt mal noch ein bisschen näher an den Mühwattensee rangefahren. Und ja, spazieren jetzt hier mal noch ein bisschen lang. Es ist jetzt ungefähr, ich schau mal, 3:45 und wir sind jetzt wieder im Hotel und werden jetzt hier wahrscheinlich den Rest des Nachmittags entspannen, um ja wieder ein bisschen Kraft zu tanken. Wir haben uns eben noch im Supermarkt den ersten isländischen Skier gekauft, um den mal zu probieren. Und wir haben uns jetzt für heute Abend einen Tisch hier im Restaurant gebucht, im Hotel. Und werden dann da ja, entspannt essen, noch ein bisschen an der Bar sitzen. Und dann geht es morgen weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall dann noch einen schönen Abend. Und sage mal, bis morgen. Tschüssi.